Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Heute ist Freitag, der 9.3.2018. Und heute möchte ich über ein kompliziertes Thema sprechen, ein sozialwissenschaftlich-soziologisches Thema. Und der etwas fantasievolle Titel, den ich hier gewählt habe, ist Das Verschwinden der Maske. Es ist vielen Leuten in unserer heutigen Gesellschaft nicht bewusst, wie sehr sich in manchen Gegebenheiten unsere Gesellschaft, also das muss man lokal eingrenzen gleich, unsere Gesellschaft von Gesellschaften unterscheidet, die es noch vor 120, 100, ja, sagen wir mal, so bis in die Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts gab. Und dass unsere Gesellschaften, ich werde das wie gesagt gleich eingrenzen, was ich mit unsere Gesellschaften meine, in starkem Maße durch das Bestreben von zwei Werten gekennzeichnet ist, die man früher so nicht als gegebene Werte akzeptiert hat. Das sind die Werte von Authentizität, also Echtheit, und Egalität, also Gleichheit. Diese beiden Werte sind generell, wenn man die Geschichte betrachtet, in Demokratien eher wichtig, während sie in nichtdemokratischen Gesellschaften oder in Gesellschaften mit eingeschränkten demokratischen Reglements in den Hintergrund treten. Was meine ich nun mit unserer Gesellschaft? Das ist natürlich wichtig zu begrenzen. Die zeitliche Begrenzung ist klar, glaube ich, so zu machen, dass die westlichen Gesellschaften gemeint sind. Die räumlich ist klar zu machen, in dass die westlichen Gesellschaften gemeint sind. Also die Osteuropas sind immer noch in einem etwas anderen Status heute, auch wenn sie durch die lange Geschichte der Sowjetherrschaft durch sehr schwierige Zeiten gegangen sind. Man darf aber vor alle nicht westlichen Gesellschaften, also Afrikas, Asiens, Arabiens generell, und ich würde auch vermuten, in noch gewissem Maße Lateinamerikas, obwohl das für mich das so ein bisschen Terra Incognita ist, also von der lateinamerikanischen Gesellschaft, also muss ich gestehen, verstehe ich am allerwenigsten. Die möchte ich aus diesem Gedanken jetzt aussparen und mir nicht darüber Urteile erlauben, weil ich diese Gesellschaften zu wenig kenne. Also wie zum Beispiel Chile oder Brasilien als Gesellschaft funktionieren, ist mir nur oberflächlich vertraut. Es betrifft also die Gesellschaften der USA, Kanadas und Westeuropas. Hier haben wir eine Wertschätzung zweier Dinge, wie gesagt, Authentizität, also die Echtheit einer Person, dass wir also das sagen, was wir denken, dass wir uns so geben, wie es unserer aktuellen Empfindung entspricht, und zwar mit Einschränkungen natürlich überall. Das heißt, es gibt kein oder ein ständig im Schwinden begriffene Vorstellung, das macht man in der Öffentlichkeit nicht. Also, die frühere Gesellschaft, die der Masken, bedeutete, dass man bezogen auf bestimmte Personen und Gegebenheiten sich anders verhielt. Man nahm also eine Rolle an, man schauspielerte, wenn man so will. In gewisser grundlegender Weise ist das auch heute noch so, weil nehmen wir mal einen Mann, der ist Ehemann, Vater, Angestellter in einem Büro und weiß ich nicht, ist noch im Kegelclub mit anderen Männern, so, dann wird er natürlich in jedem dieser Umfelder sich etwas anders verhalten. Er wird mit den Kegelbrüdern anders reden als mit seiner Frau und seinen Kindern. Es ist zumindest zu hoffen für die Haltbarkeit der Ehe. Er wird in der Firma seinem Chef und seinen Kollegen oder wenn er ihm Untergebene hat, den Untergebenen gegenüber jeweils anders sein. Also er nimmt eine andere Maske an und zeigt entweder einen Teil seiner Persönlichkeit und unter Ausblendung der anderen oder wie gesagt, nimmt Verhaltensweisen an, von denen er glaubt, so verhält man sich jetzt als Familienvater, als Ehemann, als Kegelbruder und eben als Angestellter in der Firma. Das ist aber heute sehr stark erodiert und diese Rollen existieren heute im Vergleich zu früheren Gesellschaften und auch zu Gesellschaften außerhalb Westeuropas nur noch in ganz rudimentären Elementen. Man kann eigentlich gerade die letzten 40, 50 Jahre, also seit den 70ern, möchte ich sagen, den 1970ern, eigentlich feststellen, dass diese
Entwicklung in starkem Maße beschleunigt ist. Und dass man in den westlichen Gesellschaften mehr und mehr die Vorstellung, authentisch zu sein, wie zu einer Art Fetisch erhoben hat. Das ist etwas, was mir in der Debatte um Individualismus immer wieder untergeht. Es gibt ja Nuancen, die man auch erlernen muss. Also auch ich habe diese Perspektiven nicht mir selbst alle angeeignet, sondern ich habe mich als Soziologe unterrichten lassen von anderen vorangegangenen Soziologen. Das heißt, wenn man etwas lernt, ich will jetzt nicht schon wieder auf die Laiendebatte so ein bisschen rumdreschen, aber es fällt halt schon auf, wenn Laien debattieren, also auf YouTube zum Beispiel, dann geht eben manchmal doch einiges an Detail unter, wenn zum Beispiel gesagt wird, der böse Individualismus. Und Individualismus ist ja, ich verwende das teilweise auch, weil man will ja manchmal nicht um jedes Detail diskutieren, das ist ganz klar. Aber es gibt eben, wenn man sich darum kümmert, was funktioniert in einer Gesellschaft oder bei uns, wir sehen ja, dass einiges schief geht. Jeder kann das wahrnehmen. Also dafür brauchen wir kein Wissenschaftler zu sein. Aber eben nun genau zu gucken, was für Elemente gehen denn schief? Und auch, wie hat denn mal etwas funktioniert in vergangenen Gesellschaften, ist etwas, was der Alltagsbildung ja, sagen wir mal, nur noch teilweise entspricht. Das ist ein bisschen ähnlich wie mit Psychologie. Jeder hat Grundkenntnisse der Psychologie, aber wenn man eben einen Fall hat, wo etwas wirklich Schwieriges vorliegt, kommt man um die Expertise leider eben doch nicht herum. Und wir befinden uns ja in einem ähnlichen Stadium, in dem unsere Gesellschaften, ich sag mal, erkrankt sind. Das kann man, glaube ich, schon so zugespitzt sagen. Und da müssen wir uns schon auch etwas mehr um die Details kümmern. Und hier ist also die Frage, es geht nicht so sehr, ist es der Individualismus? Denn das ist ja das, was die Liberalisten um Sargon von Akkad immer sagen. Die bösen Menschen auf der rechten Seite seien böse Kollektivisten. Und das ist so eine super Vereinfachung der Debatte, wo die Liberalen immer von sich behaupten, ja, nur wir stehen für den Individualismus. Und wenn die Rechten oder Konservativen das Sagen haben, dann geht der ganze Individualismus unter und dann werden wir alle wieder kollektiv. Was, wie gesagt, eine solche Vergröberung der ganzen Debatte bedeutet, dass ich das einfach für nicht zielführend, nicht hilfreich sehe. Hier gibt es Nuancen und die sind in diesem Fall nicht ganz unwichtig. Der große Fetisch unserer Zeit ist nicht so sehr der Individualismus, ich würde das auch sagen, sondern fast sogar im Gegenteil. Also in einer ganz ironischen Weise. Manchmal, es gibt ja manche Dinge, die sind dialektisch. Das heißt, es gibt in der Dialektik diese Vorstellung, dass eines ins andere umschlägt, ins Gegenteil. Und das kann man im sozialen Bereich erstaunlich oft immer wieder beobachten. Wir haben, wenn wir sehen, ich nehme mal ein Beispiel, das für mich ein bisschen ein Steckenpferd ist, Mode. Wenn wir uns heute die Mode ansehen, dann halten sich die Leute heute im 21. Jahrhundert selber, also in den westlichen Gesellschaften und denen, die nach Westregionen, die nach westlichen Kulturausrichtungen leben, wahrscheinlich für ausgesprochen individuell in ihrer Erscheinung. Dabei ist heute die Erscheinungsform, was Kleidung betrifft, ich nehme das jetzt mal als einen Bereich, um es an dem beispielhaft vorzuführen, war Kleidung noch nie so uniform wie heute. Also wenn wir heute sehen, wir haben zum Beispiel fast gar keine lokalen Moden mehr. Also wenn wir noch zurückgehen im Jahr, weiß ich nicht, 1880 zum Beispiel. Oder die Zeiten auch noch ein Stück davor, dann haben wir ja in verschiedenen Regionen verschiedene Trachten zum Beispiel gehabt. Also verschiedene Modeausprägungen der unterschiedlichen Regionen. Noch innerhalb Deutschlands, ja sogar selbst innerhalb der Regionen. Oder um ein kleines Unterbeispiel zu nehmen, ich bin ja Schwabe, komme ursprünglich aus dem Schwabenland und ich habe mal eine Untersuchung ge gelesen vor circa 50 Jahren und davor. Konnte man an der Betonung und an den Detailformulierungen erkennen, aus welchem Viertel vom Schwabenland, ich sage jetzt mal so, aus welchem Tal, aus welcher Ecke des Schwabenlandes jemand kam. Das heißt, es gab nicht nur Schwäbisch, sondern man konnte sozusagen sagen, okay, der kam, weiß ich nicht, aus Neckar-Ulm, der kam aus Aalen oder der kam aus dem, was weiß ich, Oberkocherbereich. Also so Sachen, die man früher tatsächlich an Details. Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt noch entsinne, ob jemand sagte net oder nedda oder nedde, also zu nicht wahr heißt es, glaube ich, bin im Schwäbischen nicht mal so ganz drin. Es ist auch länger her, dass ich den Artikel gelesen habe. Also es gab in diesem Dialekt
unglaublich feine Unterschiede der wirklich Kleinstregion. Und das hat dieser Artikel, der das Schwäbische untersucht hat, festgestellt, das ist in den letzten 50, 60 Jahren am Verschwinden. Bis wir also ausgehen können, dass das Schwäbisch in circa 30 Jahren nur noch ein Einheitsschwäbisch sein wird. Also man kann es nicht mehr hören. Ich kann mich als Kind tatsächlich daran erinnern, dass Verwandte aus ferneren schwäbischen Regionen etwas anders einige Worte verwendeten, als ich es gewohnt war, als Ostalbschwabe. Und mit Kleidung ist es ähnlich. Also wenn wir heute sehen, wir haben ja heute eine Weltmode. Und diese Weltmode lässt sich in der aktuellen Zustand eigentlich relativ klar beschreiben. Hoodie, hautenge Jeans, rote Turnschuhe. Das ist die Einheitsuniform der gegenwärtigen Epoche. Also da, kurz davor, vor 10 Jahren, Pi mal Daumen, war es ja mal lange Zeit, also so circa ein Jahrzehnt oder so, die Baggy Jeans. Ja, auch Hoodie. Also Hoodie ist relativ lange jetzt mittlerweile das Einheitsoberteil. Also, und das fällt einem auch gar nicht auf. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen grauen Hoodie, ich glaube, graue Hoodies dürften die am weitesten verbreitetsten sein. Wenn ich also einen grauen Hoodie und ich gehe dann in die Arkaden und da sind ja, weiß ich nicht, hunderte oder tausende Leute in dem ganzen großen Gebäude und da begegnen mir alle 10 Sekunden Menschen mit grauen Hoodies, dann fällt mir das nicht auf als uniformhaft, weil wir es so gewohnt sind, Einheitskleidung zu tragen und es eine Fiktion der Vielfalt ist. Es ist eine reine Fiktion, denn eine Jeans unterscheidet sich von der nächsten eigentlich marginal. Das ist wie die Vielfalt der Autos. Autos suggeriert dem Autobesitzer ja auch ein ganz individuelles Produkt zu haben. Und wenn man eine gewöhnliche Straße lang geht, an dem Autos geparkt sind, klar, es gibt dann, weiß ich nicht, diese, ich weiß, Autos ist ein schwacher Punkt, muss ich gestehen, hat mich nie interessiert. Also wenn man eine riesige Limousine nehmen, weiß ich nicht, BMW, hast du nicht gesehen? Und dann irgendwie diese kleinen, ach Gott, mein Vater hat so einen mal vor 20 Jahren gehabt, diese ganz winzigen Dings, Smart-Autos. Jetzt fällt mir ein, von Smart war, glaube ich, die Firma. Also wenn man die vergleicht, da sieht man natürlich Unterschiede, aber im Schnitt sind die Unterschiede marginal. Wenn man sich mal von den Vorurteilen freimacht und eine beliebige Straße lang geht, wo Autos geparkt sind, dann sind die Modelle eigentlich mehr gleich als unterschiedlich. Es ist also eine Scheinunterschiedlichkeit. Auch wenn man ein Modell einer Serie nimmt, weiß ich nicht, ich nehme jetzt mal, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, aus meiner Zeit, wo ich noch eher Autos kann, den 5er BMW zum Beispiel, dann sieht ja einer den netto aus wie der andere. So, dann ist der eine vielleicht blau oder rot oder der hat dann, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was es da gibt, ne? Blaues Lenkrad oder ein grünes, gut, gibt es nicht, ich weiß, aber das sind also Unterschiede, die nur Scheinindividualitäten sind, die sind keine wirklich. Wenn man jetzt, ich nehme jetzt zum Kontrast, eine durchschnittliche Gesellschaft im Hochmittelalter, im Barock oder in der Renaissance. Nun kann man natürlich einwerfen, ja, aber die Bauern sahen ja alle gleich aus. Ja, die sahen aber alle gleich aus, weil sie so arm waren, dass sie sich nur ein Kleidungsstück leisten konnten. Das hatte nicht kulturelle, sondern ökonomische Gründe. Sobald ein Mensch zur Vielfalt in der Lage war, nutzte er die auch. Und man sieht, dass das Bedürfnis danach Jahrtausende zurückreicht. Also ich habe mal gelesen, man hat eine, was war das? Grabbeigaben einer Frau, die waren 10.000 Jahre alt oder was. Und schon da waren die Schuhe bunt bestickt. Wird natürlich damals nur der Oberschicht vorbehalten gewesen sein. Aber dieses Bedürfnis, sich individuell abzuheben, ist also so alt wie die Menschheit selbst. Das können wir feststellen, dass das keine Erfindung der Kulturzeit überhaupt ist, sondern das muss ein Naturbedürfnis des Menschen sein. Wir haben aber, wenn wir sehen, so eine, weiß ich nicht, eine Gesellschaft, eine bürgerliche, also die Mittelschicht und Oberschicht in der Zeit, wie gesagt, des Hochmittelalters, der Renaissance und des Barocks, um mal drei vergangene Epochen zu nehmen, da hatte jeder andere Kleidung. Da gab es keine zwei Fürsten und keine zwei Damen, die das Gleiche anhatten. Als spätes Echo dieser Vorstellung haben wir noch diesen Witz, das was manchmal als Witz, wenn Hollywood bei einer Hollywood-Gala zwei Schauspielerinnen beim Oscar sind und beide haben das gleiche Kleid, dann sind sie peinlich berührt. Das ist sozusagen noch die Miniatur-Reminiszenz an diese vergangenen aristokratischen Zeiten, in denen sowohl bürgerliche als auch aristokratische Menschen, also jeder, der sich's irgend leisten konnte, sich etwas ganz Individuelles. Es hat ja auch jeder einen eigenen Schneider oder hat sich selber geschneidert.
Wir haben ja heute nur noch Kleidung von der Stange, also die absolut gleich ist, die auch Einheitsgrößen hat, was so gerade ich als eine besondere Qual ansehe. Jeder, der vom Körper her, sagen wir mal, nicht so ein Normmensch ist, ich sitze immer zwischen den Größen. Das ist für mich immer zum Beispiel ganz schwer. Gut, das ist jetzt ein bisschen anekdotisch. Aber ihr seht, dass diese Vorstellung von Individualität, die Linksliberalen immer sagen, ja, das auf das Individuum kommt es an. Und ich es mir dann ansehe und sage, ja, sonderlich individuell seid ihr alle eigentlich nicht wirklich. Und in der Überspitzung noch der Social Justice Warrior, die Liberalen, also gerade Liberalisten wie Sargon von Akkad und seine Leute, haben ja immer die Vorstellung, es gibt die Linke und die Rechte und die sind einander hufeisenförmlich ähnlich und sie, die Liberalen, stehen aber fürs Individuum, während die Linken und die Rechten fürs Kollektiv sind. Wenn ich mir jetzt heute aber die Social Justice Warrior ansehe, dann sehe ich aus der rechten Perspektive eigentlich eher die Social Justice Warrior als eine Übersteigerung des liberalen Gedankens. Also, wo ich sage, gut, der Liberale nimmt das Individuum nur als individuellen Wert. Und das Interessante ist, gerade deswegen tötet er wirkliche Individualität. Denn wenn wir uns ansehen, was war denn die Individualität früher? Man war zum Beispiel regional. Es gab die, weiß ich nicht, oberschwäbische Tracht und dann gab es den niederhessischen Hut und so. Also so Geschichten, die waren natürlich an gewisse Kollektive gebunden. Aber sie waren sehr individuell, auch im regionalen Sinne. Was heute im Zuge der Einheitskultur, alle kaufen bei Amazon ein, alle tragen weltweit die gleichen grauen Hoodies, die gleichen engen Jeans und die gleichen roten Turnschuhe. Die sind zwar dann wahlweise von Puma, Adidas oder Nike, aber das ist ja egal. Das ist ja stromlinienförmig gemacht. Also man sieht das ganz klar und dann gibt es Moden und alle machen das nach. Das ist ja ganz stark. Das heißt, oder auch wenn wir habituelle Sachen haben, also Verhaltensweisen, dann gab es andere Sitten und Gebräuche und Verhaltensweisen in unterschiedlichen Regionen, in unterschiedlichen Ländern. Auch das nivelliert sich auch durch das Internet in ganz starkem Maße. Wir haben also ein Einheitsverhaltensweise. Also alles, was, das ist, glaube ich, eine typisch rechte Kritik, der ich mich vorbehaltlos anschließe. All das historisch Gewachsene der Nationen, der Kulturen, der Regionen wird, es gibt ja nicht eine Vielfalt, die da hergestellt wird, sondern der Global-Individualist ist ja ein Klon. Er ist wie der Klon in Star Wars Angriff der Klone. Also zwar sind nicht alle in einer exakten Uniform, aber es wird eine uniformierte Einheitskultur, die dabei herauskommt. Das ist sozusagen auch, wenn man so, man kann das auch kapitalismuskritisch aufziehen und sagen, das internationale globalistische Großkapital verkauft uns alle die gleiche Einheitsware. Das führt manchmal auch zu ganz absurden Entwicklungen. Zum Beispiel habe ich mir aus Kanada erzählen lassen, nach Kanada kamen in den letzten Jahrzehnten sehr viele Asiaten. Nun ist der Typ des weißen Kanadiers im Schnitt eher etwas kräftiger gebaut. Also größer vom Wachstum und auch neigt eher dazu, Bauch anzusetzen. Das teilweise biologisch, teilweise vom Lebensstil herkommt. Während Asiaten ja tendenziell eher schmalere Menschen sind. Was teilweise von ihrer Ernährung, teilweise von den Genen. Also es ist Nature and Nurture. Also es ist Natur und Kultur, die hier zusammenwirkt. Woher das ist, mag auch gar keine große Rolle spielen, nur dass es so ist. Und das Ergebnis, das Lustige dabei ist, dass in Kanada immer mehr Bekleidungsfirmen keine Kleidung mehr haben, die etwas kräftiger gebauten kanadischen Weißen tragen können, sondern ist so eine Zunahme an so schmal geschnittenen, an asiatischen, dünnen Körpern ausgerichtete Kleidung gibt. Also das ist selbst in Europa, ist das ähnlich passiert. Also im Zuge, wie sich die Europäische Union öffnete und dies ist mir, also wie gesagt, Mode ist für mich schon immer ein großes Steckenpferd gewesen, deswegen kann ich das aus Europa selber bestätigen, dass diese italienischen Größen, also so die Südländer sind ja etwas, haben ja etwas, also gerade wenn sie jünger sind, so noch schmaler, sind auch eher schmaler gebaut, als so der, so ein Germane oder so ein Slave. Und man sieht das, dass da an diesen italienischen Modemaßen eine Ausrichtung stattgefunden hat. Also gerade auch bei der Männermode ist das ganz drastisch. Heute gibt es ja überall nur noch Slimfit-Hemden, wo ja nur wirklich junge Männer oder eben, wie gesagt, so dürre Italiener oder so vielleicht.
ne, die oder Spanier, also so Südländer, tragen. Also das ist eine, da gibt es ganz interessante Entwicklungen, aber das führt jetzt alles ein bisschen weg. Ich wollte ja darauf hinaus, dass die erste Bedeutung, die wir uns klar machen müssen, dass die Individualität eine Scheinindividualität ist, die der Liberalismus erzeugt. Also die liberale Gesellschaft hat ein Versprechen gegeben, wir werden alle individuell und das Gegenteil ist das, was wir beobachten können. Also das, was eingetreten ist, ist das Umgekehrte. Wir haben eine Art Gleichform der Kulturen, Gleichform der Verhaltensweisen, Gleichform auch der Meinungen, der Ansichten. Also die Vorstellung, dass es früher eine globale oder sagen wir mal die ganze westliche Welt erfassende Social Justice Warrior Bewegung, also eine Art ideologische Bewegung, die so durchgreifend überall stattfindet, wäre ja in früheren Kulturen nicht so ohne weiteres vorstellbar gewesen. Also dass die Ausbreitung der Renaissance zum Beispiel hat wesentlich langsamer, ist wesentlich langsamer vonstatten gegangen und die Ausprägung der Renaissance oder Barock oder welche Kultur man immer will, war ja in den einzelnen Nationen und Regionen sehr viel unterschiedlicher ausgeprägt. Wenn wir jetzt heute, es ist zum Beispiel vor, ich weiß nicht, wann ist Hip-Hop aufgekommen, in den 80ern? Ich bilde mir ein in den 80ern. Das ist ja ne, da gibt es auch regionale Unterschiede, aber das ist eher sehr, sehr gering. Wenn man sieht, wie zum Beispiel unterschiedlich die ausgeprägt die Barockkulturen in den jeweiligen Teilen Europas waren, dann ist die globale Hip-Hop-Kultur, ich will das jetzt wirklich nur sagen, als zwei Zeitkulturen, ich will die nicht bewerten, dann ist zum Beispiel die Hip-Hop-Kultur, die sich, wie gesagt, glaube ich, seit den 80ern entwickelt hat, global sehr viel gleichförmiger. Da gibt es auch Unterschiede. Ich will mir jetzt auch nicht da zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich kein Hip-Hop-Experte bin. Aber es ist beispielhaft an eigentlich allen Entwicklungen der modernen Kultur, dass sie nicht mehr so individuell und nicht mehr so regional ausgeprägt ist wie die Kulturentwicklungen früherer Zeiten. Also früher, da gab es eine, weiß ich nicht, südfranzösische Malerei aus dieser und dieser Epoche und dann eine norddeutsche Malerei aus dieser und jener. Das heißt, das konnte man auch noch innerhalb der Nationen lokal eingrenzen, nicht nur zeitlich. Das ist alles weg oder am Verschwinden. Ich habe nun versucht oder versuche nun in dieser Darstellung, die leider etwas länger wird, ich sehe das schon, weil es ist ein komplizierter Sachverhalt. Was hat das nun mit den Maskentragen zu tun? Der Drang, authentisch zu sein, verhindert ja oder versucht ja, uns aus diesem Maskentragen herauszubringen. Etwas, das ich als Lesekunststoff hier mal empfehlen möchte, auch wenn es für heute ein bisschen anachronistisch erscheinen mag, und das ich hier für ein wirklich großartiges Buch, auch weil es sehr schön zu lesen ist, ich werde den Titel unten einblenden, ist von dem Soziologen Irving Goffman, Wir alle spielen Theater, die Selbstdarstellung im Alltag. Da Goffman schreibt aus einer Zeit, die einige Zeit her ist, geboren 1922, gestorben 1982. Also ein Mann, der noch in einer Zeit lebte, als es noch Dienstmädchen, Butler und all so etwas gab. Und vor allem aus dieser Welt beschreibt er das Theaterspielen der Personen aus dieser Epoche. Also man hatte natürlich, Frauen hatten bestimmte Rollen, Männer hatten andere. Klar, damals war die Trennung nach Geschlechtern. Dann gab es noch sehr viel mehr geschichtetere Gesellschaften. Man hatte also ein Verhalten eines Unterschichtsangehörigen. Also ein Kohlenschlepper hatte andere Verhaltensweisen wie ein unterer Büroangestellter, der wieder wie ein Lehrer des mittleren Dienstes, der wieder wie ein höherer Beamter und der wieder wie, weiß ich nicht, ein Aristokrat oder ein Oberschichtsangehöriger. Wir haben also Schichten- und geschlechtsspezifische Verhaltensweisen, die sich damals stark unterschieden. Und dann haben wir natürlich auch das ganze Zusammenspiel. Also die Madame, die zu Hause im Salon war, die Frauen hatten ja meistens keine Arbeit. Also die des Mittelstands und der Oberschicht, dann das Dienstmädchen. Also es gibt zum Beispiel eine ganz, um das an einem Beispiel zu schildern, diese Zeit war ja sehr prüde, also man zeigte sich eigentlich nicht nackt. Aber die Frauen, die sich umkleideten, kleideten sich in der Regel nicht selber um, sondern hatten ein Mädchen, um sich umzukleiden. Also es sei denn, man war selber Unterschicht, aber wenn man Mittelschicht und Oberschicht war, ließ man sich umkleiden, was auch einfach deswegen nicht anders ging, da die Kleidung der Frauen sehr kompliziert, vielschichtig war und oft auf dem Rücken zusammengehalten wurde, nicht vorne. Das heißt, die konnten sich fast gar nicht anziehen. Das ist übrigens als kleiner Gag der Grund, warum bei K Frauen auch heute noch die Knöpfe umgekehrt sind wie bei Männern. Weil so wie die Knöpfe bei Frauen sind, wird man eigentlich von einer anderen Person angezogen.
Das ist zwar heute bei den heutigen Frauen nicht mehr so. Ich glaube, es gibt keine Frauen mehr. Also, weiß ich, die Queen lässt sich vielleicht anziehen, aber das war's so. Ich nehme an, schon die skandinavischen Königinnen werden niemanden mehr haben, der sie ankleidet. So. Aber das ist aus dieser. Deswegen haben Frauen heute immer noch diese umgekehrten Knöpfe wie Männer, weil Frauenkleidung ursprünglich von einem anderen auf und zu gemacht wurde. Also von der Dienstmagd. Von der Maid. Und obwohl die Prüderie so groß war, dass man sich nicht auszog, zog man sich doch vor der Dienstmagd aus, also vor dem Mädchen, aus, weil die war sozusagen Unperson. Und umgekehrt verhielten sich dann auch die Bediensteten wie Nichtpersonen. Also wenn zum Beispiel der Butler gerade nicht gebraucht wurde und die Herrschaften aßen, dann trat der Butler 2 Schritte zurück, sozusagen in die Schatten, in Anführungsstrichen, und die Herrschaften unterhielten sich dann, als ob er weg wäre, als ob er nicht da wäre. Und er, der Butler, verhielt sich auch abwesend, als ob er nicht da wäre. Nun war es im Allgemeinen so, man sprach dann jetzt nicht über den Butler, wenn er da wäre. Also so viel menschlichen Anstand wäre im Allgemeinen schon zu erwarten gewesen. Aber man unterhielt sich frei und ungezwungen, die Herrschaften der mittleren oder oberen Schichten, und der Butler war quasi wie Möbel ausgeblendet. Er hatte also nun eine neue, also er hatte durch seine Maske ein neues Verhalten in diesem Moment angenommen. Und das lässt sich auf ganz viele andere Bereiche ließ sich runterbrechen. Das Interessante ist, ich war ja, hab ja eine Zeit, einmal war ich in Japan auf Urlaub, eine Zeit lang habe ich dort gelebt, und die japanische Gesellschaft ist auf ähnliche Art heute noch so. Das ist zum Beispiel, was uns nicht kaum vorstellbar ist, die japanische Sprache ist rollengegliedert. Es gibt also einen eigenen Dialekt für Männer und einen eigenen Dialekt für Frauen. So. Also zum Beispiel sagt eine Frau den Ausdruck, ich bin Watashiwa oder Watakshiwa. Das ist die Unterwürfigkeits-, die Verniedlichungsform. Das ist wie das Fräulein. Nur, dass sie das auf sich selber bezogen sagt. Während ein junger Mann sagt Orewa oder Bokuwa zu ich bin. Und was ja eher ein bisschen auch männlicher klingt, vom Klang her schon, auch dann so betont wird. Der Mann spricht das eher ein bisschen ruppiger, gerade junge Männer, während die Mädchen und Frauen das dann eher sanft auch sprechen. Es wird also von ihnen erwartet, dass sie anders sprechen. Und die japanische Gesellschaft ist auch noch in starkem Maße. Die Moral, die die Maske generiert, ist nicht ein der Person zu eigen seiender eine Eigenschaft, sondern das ist das Verhältnis der Personen zueinander. Das ist wie Moral in diesem, oder sagen wir mal Sittlichkeit, wie Sittlichkeit in diesen Gesellschaftsformen mit Maske funktioniert. Das heißt, die Frage ist nicht so sehr, wie heute wir jetzt Moral befragen würden, was ist an sich das Richtige, sondern in diesen, ich sage jetzt mal ein bisschen archaischen, für uns mutet es ja archaisch an, ist die Frage, und in Japan ist das wie gesagt noch heute so, ist die Sittlichkeit fragt, welche Relativposition habe ich zu dem anderen? Also das relative Verhältnis der beiden Personen zueinander entscheidet darüber, was sittlich ist. Nicht die absolute Position. Zum Beispiel gibt es in Japan andere Worte für älterer und jüngerer Bruder. Ich habe die leider nicht mehr im Sinn. Ich habe mal versucht, Japanisch zu lernen, bin da kläglich gescheitert, habe da versprochen, nicht so ganz das Talent. Onisan war, glaube ich, das für den älteren Bruder und Aniki für den jüngeren. Ich kann mich jetzt aber auch irren. Dann gibt es andere Worte für ältere Schwester und jüngere Schwester. Jüngere war, glaube ich, Imoto und ältere Onesan. Das heißt, grundsätzlich gibt es für alles hierarchische Verhältnisse. Der Jüngere hat den niederen Status wie der Ältere und der Mann hat den höheren Status wie die Frau. So. Dann gibt es natürlich noch so Berufe, Lehrer, so. Wenn man etwas geworden ist, also was man für Meriten sich sozusagen erworben hat, die auch höher abstufen und nieder abstufen. Also danach gibt es zum Beispiel am Namen so Suffixe. Also während ich entsinne mich noch, als ich in die Oberstufe kam, also in die 11. Klasse, ich wechselte damals die Schule, da ich mit der 10. mit Realschule abschloss, kam ich in der 11. in eine neue Schule, kam dann in die Oberstufe, also ab der 11. Klasse.
Und viele Lehrer fingen dann an, auch uns zu siezen. Es war also eine Art egalitäres Ansprechen. Der Lehrer war Herr Meier und ich war Herr Caligula. Also natürlich nicht, aber egal, ihr kapiert, was ich meine. Wir waren also beide Herr so und so und Herr so und so, obwohl ich der Schüler war und er der Lehrer. Auch die älteren Schüler, gut, die habe ich nicht gesiezt, aber hätte ich sie gesiezt, wie es ja in manchen strengen Internaten vielleicht noch sein mag oder jedenfalls früher der Fall war, dann wäre es ja auch nur Sie Herr zu Sie Herr. Und das ist in der japanischen Sprache anders. Der Elftklässler spricht den Zwölftklässler mit einem anderen Suffix an. Also wenn ich, sagen wir mal, wenn ich in der Elften bin, in Japan, und über mir ist der Zwölftklässler, ich sag mal, Imoto, dann ist der für mich Imoto Senpai. Das ist der ältere Schüler. Bin ich aber in der Zwölften und Imoto ist unter mir aus der Elften, dann ist er für mich Imoto Kun. Was eine Verniedlichung ist. Also er ist das Schülerchen. So. Während Senpai die ehrenwerte, sagen wir mal, Ehrerbietung darstellt. Das heißt, und das ist in der gesamten Gesellschaft Japans so, die Sprache und das Verhaltensweisen wird dadurch determiniert, wie die Personen im Verhältnis stehen. Das ist dann teilweise etwas kompliziert. Also ist zum Beispiel eine ältere Frau, wie steht der jüngere Mann gegenüber? Spielt dann das Geschlecht oder das Alter eine Rolle? In diesem Fall ist es wohl dann das Alter, weil Alter immer das Höherstehende ist. In archaischeren Gesellschaften ist das Alter per se der höchste Wert. Also wenn jemand ein Alter erreicht hat, dann ist das generell immer die höchste der Wertschätzungsgrade. Da steht die Geschlechtsunterteilung immer etwas zurück. Und es gibt sogar Verbeugungsgrade, die man in Japan lernt. Also wie tief sich eine Frau verbeugen muss, wie tief sich ein Mann verbeugen muss und wem gegenüber. Also man verbeugt sich zum Beispiel je tiefer, je größer der soziale Abstand ist. Und das sind Regeln, die jeder Japaner lernt, also unbewusst durch Imitation. Das ist das Maskentragen. Wir sind, und das Interessante ist, in unserer westlichen Gesellschaft, wir heute haben das ja hinter uns gelassen. Bei uns war das früher auch so. Also wenn man noch die Mittelschicht und die Oberschicht gerade insbesondere, sagen wir mal, des 19. Jahrhunderts nimmt, dann sieht man das ja, weiß ich nicht, wenn man eine historisch orientierte Verfilmung, sagen wir mal, nehmen wir mal von Sherlock Holmes oder Hercule Poirot oder so populären Figuren aus dem 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts der gehobenen Schicht nimmt, dann sieht man das ja noch, die Butler, die Zimmermädchen, die feinen Herren, der mittlere Büroangestellte, die Sekretärin, also alle haben andere Rollen und andere Masken und definieren sich durch die Maske, einerseits durch die Position, die sie innehaben, und natürlich dann, wie sie relativ zu anderen stehen. Also die Sekretärin zum Beispiel hat natürlich da gibt es, weiß ich nicht, die Chefsekretärin. Sie hat die gehobene Stellung, der sich die anderen Jungsekretärinnen beugen. Umgekehrt hat sie ihrem Chef aber die dienende, unterwürfige Position. Dann kommt sie nach Hause, hat eine neue Maske und Position ihrem Ehemann gegenüber, der ihr in der Regel übergestellt ist, also in dieser Gesellschaftsform. So. Den Kindern hat sie aber wieder die überlegene Position, also die Kinder müssen ihr wiederum den Respekt erweisen. Dann geht sie vielleicht, weiß ich nicht, in den, ja, Kegeln werden Frauen damals nicht gegangen sein, in den Strickclub oder weiß ich nicht, irgendwas anderem. Da ist sie dann, weiß ich nicht, vielleicht, sagen wir mal, ist sie die Gründerin dieses Strickclubs, dann ist sie in der Ehre der anderen Frauen, die dort sind, höher. Oder sie ist gerade neu eingetreten. Dann ist sie die Alteingesessenen niedriger und Ehrerbietung schuldig. Das heißt, die ganze Gesellschaft ist durch Relativverhältnisse geregelt, die Leute zueinander haben, und das bestimmt, welche Maske du trägst. Also wie du dich verhältst, wie du sprichst. Das generiert Sittlichkeit. Und das Interessante ist, wir haben ja das Gefühl, heute ist das, ich nehme an, bei den meisten wird das vorherrschende Gefühl sein, wenn ich das erzähle, Gott sei Dank sind wir das losgeworden. Ich weiß auch sehr viele Leute, die über Japan immer so reden, dass sie sagen, ach, das ist so anstrengend, das Gesicht verlieren. Das ist ja in Asien eine der großen Befürchtungen, dass man sich nicht der Rolle gerecht verhält, dass man aus dem Rahmen fällt. In Japan gibt es auch das Sprichwort, das die japanische Mentalität wirklich in exzellenter Weise kennzeichnet. Das heißt, der Nagel, der herausragt, wird eingeschlagen. Das ist die japanische Moral in a nutshell, wenn man so will, in einer Nussschale. Und
für uns ist ja das Herausragen wollen quasi zur Manie geworden. Also wenn wir diese ganzen Sendungen nehmen, wie, weiß ich nicht, Deutschland sucht den Superstar und die ganzen Ablegersendungen dieser Art. Jeder will seinen 5-Minuten-Ruhm, jeder will herausragen und die Eltern haben auch den Anspruch, dass jedes Kind besonders sein soll und so. Was also ein, sagen wir mal, sehr krampfhaftes Suchen auch nach dem Herausragen ist, womit mit Sicherheit eine ganze Menge überfordert sind und sich einem ganz gehörigen Stress auch aussetzen. Das ist nämlich die Kehrseite, die wir noch nicht wirklich vollends begriffen haben, dass das komplette Zurücklassen der Rollen, der Masken und der Moral, der Verhältnisse nicht nur eine Befreiung, sondern auch eine Belastung ist. Weil wir sie in einem solchen Ausmaß betrieben haben, die den Alltag auch extrem unentspannt macht. Und das ist etwas, was ich gelernt habe in Japan. Ich bin ja hier in Berlin auch in einer sehr ruppigen Großstadt, wo der Umgang miteinander sehr, naja, hart ist, gerade in Berlin besonders. Aber das wird wahrscheinlich in westlichen Großstädten allen nicht groß anders mittlerweile mehr sein. Weil eben jeder sich verhält, wie es seiner Laune gerade passt. Authentisch. Und also man sieht das auch, je proletarischer Gegenden sind, umso authentischer verhalten sich die Leute, also ergo umso unfreundlicher in der Regel. Die kotzen dir quasi, brutal gesagt, ihre tägliche und momentane Laune jederzeit ins Gesicht. Machen Sie mal Platz, müssen Sie ewig da stehen. Also das, was einen als Leier in diesen Gegenden heutzutage praktisch ständig in die Ohren schallt. Also gerade Spandau, das sich ja in ein Ghetto verwandelt, ist ja da quasi Kriegsgebiet. Schon wenn man in bürgerlichere Gegenden geht, ich habe das in meinem letzten Video am Schluss ja erwähnt, hat man schon noch eher einen Bestand dieser sittlichen Verhaltensweisen. Und sofort ist man tatsächlich entspannter. In sehr viel stärkerem Maße habe ich das in Japan erlebt. Ich war in Tokio, also ich war in Yokohama, aber Yokohama, Tokio ist quasi eine große Doppelstadt, also eine ineinander gewachsene, gigantische Metropole, fast von der Größe wie England, also wie der größere Teil von England. Also es ist ein gigantisches Gebiet. Und da leben unglaublich viele Leute auf unglaublich dicht gedrängten Platz. Nun würden die, wenn die sich verhalten würden wie Westler, dann gäbe es dort Mord und Totschlag. Ich hatte auch die größten Befürchtungen, weil wenn man so Bilder sieht, wie, weiß ich nicht, die Leute sich in die U-Bahnen drängen in Tokio oder so, das ist ja schon sehr klaustrophob und furchteinflößend. Aber man fühlt sich sehr viel entspannter, denn man weiß, jeder Japaner hält sich an die Anstandsregeln. Und du hältst dich dann auch selber ganz leicht dran. Und das ist nicht eine Anstrengung oder ein Zwang, sondern im Gegenteil, auf mich hat es gewirkt wie eine Befreiung. Ich bin des Kampfs enthoben. Ich muss also meinen Platz nicht behaupten, weil er definiert ist. Mein Platz steht fest. Als Ausländer habe ich und als Gast habe ich einen gewissen Rang, also der teilweise Bevorzugung, teilweise Benachteiligung ist, also in ausgewogener Weise. Bevorzugt wird man natürlich überall, wo man sagt, so, hier sind Touristen erwünscht und die sind sehr freundlich, weil die Japaner sind sehr erpicht darauf, im Ausland einen guten Eindruck zu hinterlassen. Umgekehrt in privaten Kreisen wird man eher nicht einbezogen. Weil sagen, was wir Japaner hier jetzt bei einer Privatveranstaltung unter uns beschreiben, da muss nicht unbedingt ein Gaijin, ein Ausländer, zugegen sein. Also das ist so ein bisschen, aber man weiß, woran man ist. Man hat seinen Platz. Man muss nicht kämpfen. Es hat auch gar keinen Sinn zu kämpfen, weil die sich sowieso nicht ändern in dieser Weise. Und das ist ähnlich der Vorteil einer Gesellschaft, die, sagen wir mal, Rollen hat, die in denen das Maskentragen zur Teil der Sittlichkeit ist. Man muss nicht denken, was wird von mir erwartet, sondern ich kann in eine Art automatischen Flugmodus mich durch die Gesellschaft bewegen. Und das gibt auf der umgekehrten Seite auch sehr viele Freiheiten, die wir nicht haben, weil wir ständig allen in die Fresse schlagen, verbal, wie es uns geht. Ob der andere das hören will oder nicht. Und wir haben ja in der multikulturellen Gesellschaft dann noch das zusätzliche Problem, dass wir nun viele Kulturen hier haben, die wie ihre eigenen Verhaltenskodizes haben, die jeden Tag aufeinander prallen, die sich auch gegenseitig deformieren.
weil sie ständig sich aneinander, weil sie ständig aneinander prallen. Also zum Beispiel ist die muslimisch-arabisch-türkischen Kulturen sind zum Beispiel hier in Westeuropa anders wie dort, wo sie sind. Dort, wo sie sind, sind sie untereinander in der Mehrheit und können manche Dinge, sagen wir mal, auch mit einer gewissen Entspanntheit regeln, die hier oft zu sehr viel größeren Spannungen führt, weil sie sich in einer Gemengelage, in einer unsicheren mit mehreren anderen. Da gibt es dann Russen, die nach Deutschland gekommen sind, Westeuropäer, die nach Deutschland gekommen sind, natürlich uns Deutsche auch immer noch. Aller Versuche zum Trotz, dass das nicht so ist. Nein, also da ist eine Gemengelage, die eine unvorstellbar hohe Spannung erzeugt. Und man sieht ja, je mehr Kulturen dann in Ländern sind, umso größer wird auch die Spannung. Das ist ganz klar. Das hängt auch damit zusammen. Und es gibt also nicht eine einheitliche Definition des Verhaltens und der Verhaltensweisen. Und alle versuchen sich dann irgendwie authentisch zu verhalten. Und wenn dann jeder in seiner Kultur noch, dann ist der Krieg aller gegen alle eigentlich auch irgendwo nicht mehr ganz weit. Diese umgekehrte Vorstellung einer Sittlichkeit wäre also, natürlich wäre sie in gewisser Weise ein gewisser Zwang. Das ist ganz klar, dass sich Frauen Frauenrollen nehmen, Männer Männerrollen, Kinder, Angestellte und so weiter. Dass es also Rollen gibt, die an Schichten, an viele andere Dinge geknüpft sind, ist natürlich eine Art der Unfreiheit. Das ist ganz klar. Aber sie ist umgekehrt auch eine Befreiung, weil nämlich wir auf der Vorderbühne, wie sich Goffman ausdrückt, etwas inszenieren und eine Inszenierung und Sicherheit gibt. Es gibt ja eine grüne Politikerin, die hat gesagt, in der multikulturellen Gesellschaft muss ich jeden Tag alles neu aushandeln. Und das ist eine unvorstellbare Zumutung. Es ist auch ein Nichtverstehen, wie Gesellschaft funktioniert. Ich will jetzt hier keine Luhmann-Vorlesung, dann würde ich noch mal eine Dreiviertelstunde reden. Luhmann, einer der großen Soziologen des 20. Jahrhunderts und der größten überhaupt, wie ich persönlich meine, hat festgestellt, dass soziale Systeme dienen dazu, Komplexität zu reduzieren. Das heißt, weil eben uns es überfordert oder in extremen Stress versetzt, wenn ich nie weiß, was auf mich zukommt, wenn ich in jeder Situation nicht mehr weiß, was kann alles passieren. Das ist in der Liberalität, in der jeder authentisch sein will, ja per se schon so. Wenn wir in diese Liberalität hinein aber noch die ganzen 150 Kulturen der Welt oder wie viel es immer noch geben mag, alles munter reinmischen, dann wird die Unvorhersehbarkeit jeder einzelnen Interaktion zur potenziellen Katastrophe. Was uns in einen permanenten Stress und eine permanente Grundaggression versetzt, die man in jeder mittleren und großen Stadt Westeuropas auch ganz klar beobachten kann. Das ist das Ergebnis von Stress ist Aggression und die Ursache des Stresses ist, jede einzelne Interaktion ist prekär. Jede Situation ist offen und kann in 0, nichts in der Katastrophe enden. Eben dem hat die Komplexitätsreduktion sozialen Verhaltens mal Rechnung getragen. Dass ich zum Beispiel in ein Restaurant gehen kann und die Leute, weiß ich nicht, halten sich an gewisse Anstands- und Essensregeln. Sie schmeißen nicht mit dem Essen, sie kacken nicht auf den Tisch. Ich habe es jetzt mit den Kacken schon wieder, egal. Also, ihr versteht, was ich meine. Manchmal sind es ja auch kleine Dinge, die eine soziale Situation explodieren lassen können. Also Luhmann hat mal gesagt, Kommunikation ist eigentlich das Unwahrscheinliche, denn wahrscheinlich ist, dass Kommunikation schief geht. Es ist also erstaunlich, dass sie so oft funktioniert, dass wir uns nicht erschlagen oder ständig uns anschweigen, sondern dass eine gewisse Kommunikation doch immer wieder funktioniert. Und die funktioniert, weil wir Regeln haben und uns die unausgesprochen halten. Und in dem Maße, in dem wir ethnisch, kulturell uns vervielfältigen in den westlichen Ländern, zusätzlich zu einem Liberalismus, der ohnehin schon den Anspruch hat, jeder soll ganz authentisch sein dürfen, jederzeit, wie er will, ist eine solche Überbeanspruchung des menschlichen, der menschlichen Seele, sage ich jetzt mal, der Psyche, dass es mich eigentlich wundert, dass wir das eigentlich überhaupt noch mitmachen und dass das auch auf Schusswarte. Ich sag, bin muss jetzt wieder leider ein bisschen Doomsayer sein, dass die Schussfahrt dabei eigentlich auch irgendwo vorprogrammiert ist. Dass wir uns aber wie die Zicke am Strick gegen eine Wiedereinführung gewisser Sittlichkeitsregeln wehren, mit der Vorstellung, oh Gott, das ist ein großer Zwang. Ich kann euch sagen, wie gesagt, ich weiß, Japan hat im Übermaß, ist da vielleicht im Übermaß in diese Richtung, ist
wo auch an Schwierigkeiten stößt. Das ist ganz klar. Ich will jetzt nicht sagen, werden wir wie die Japaner oder führen wieder die Benimmregeln von 1880 ein. Das ist ja nicht das Ziel. Aber ein Bewusstsein dafür zu wecken, dass zum Beispiel die asiatischen Anstandsregeln oder die, die wir mal hatten, durchaus Dinge sind, die des Rückholens wert wären oder des Hierherholens. Ich habe auch den Japanern immer gesagt, ich habe eine Menge da gelernt, das hat die natürlich sehr gefreut, das Übermaß des Individualismus, für die Asiaten ist das Wort Individualismus ein Schimpfwort. Also wenn man einen Asiaten fragt, was ist das typische Kennzeichen der Westler, dann sagen die, wie aus der Pistole geschossen, euer Individualismus. Und kein Mensch in Asien meint das als Lob, das Wort Individualismus. Bei euch macht jeder, was er will und jeder verhält sich, wie er will. Es gibt überhaupt keinen Anstand. Als mein damaliger japanischer Freund hier in Berlin zu Besuch war, und der kannte eigentlich Deutschland, hat er gesagt, ich verstehe das nicht. Wie könnt ihr so leben, ohne dass ihr euch erschlagt? Warum wird es nicht aufgehört? Also ich weiß noch, wir sind hier in Berlin durch den Bus gefahren und wie gesagt, Berlin, Busfahren, das ist eine Kombination, wo man auf besonders widerliche Zeitgenossen trifft. Und da war es noch gar nicht mal ungewöhnlich. Mir war das gar nicht mehr aufgefallen. Leute schreien halt mal rum, schmeißen was durch die Gegend. Das ist der allgemeine Sittenverfall, an den auch ich mich zu so einem Teil gewohnt hatte, dass mein Besuch damals sagt, es ist unglaublich, was hier los ist. Es geht ja bei euch zu wie bei den Barbaren. Das ist ja grauenvoll. Und in der Tat, als ich dann selber in Japan war, es ist so angenehm. Eine Gesellschaft, die so geregelt ist, dass jeder seinen Platz kennt und seine Rolle. Das ist nicht Zwang, das ist absolut entspannend. Wie gesagt, in diesem Übermaß, ich will nicht zurück zu 1860 oder 1880 und auch nicht zur super organisierten altjapanischen Gesellschaft, aber es ist doch ein Denkanstoß, dass der Verlust der Masken, um das Thema jetzt abzuschließen, durchaus nicht nur das Positive war, als dass es uns von liberaler Seite nach wie vor verkauft wird. So, damit schließe ich jetzt nach, oh Gott, viel zu langer Zeit den langen Vortrag ab. Ich hoffe, es hat euch ein wenig etwas gebracht. Das Thema ist sehr viel komplexer. Ich habe das Gefühl, ich habe 90% von all dem, was mir im Kopf zu dem Thema ist, nicht untergebracht. Aber es ist ja ein Denkanstoß und das Buch ist auch nicht sehr dick und schön zu lesen. Wie gesagt, Irving Goffman, wir alle spielen Theater. Selbstdarstellung im Alltag, ich tippe es unten nochmal rein, ist absolut lesenswert und liest sich auch sehr angenehm. Insofern hoffe ich, ihr habt einen schönen Tag.